Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Wir sind hier immer noch mit Gorn unterwegs. Ja, ich kann den auch. Von hier aus. Ne, ich will den anderen, der ein bisschen näher ist. Den könnte ich sogar noch treffen vielleicht. Nach einer Million Versuche. Ein Mistvieh weniger. Ein Mistvieh weniger. Okay. Wie viele Pfeile, Bolzen habe ich noch? Hier, 65. Ich speichere jetzt lieber noch einmal. Wir haben die jetzt erledigt. Jetzt muss ich hier sehr viele Save Games machen. So. Wir fangen mit dem an. Ich hoffe, ich kriege den erledigt. Ich krieg den nicht getroffen. Muss ich näher ran? Warte mal. Schnell Waffe wechseln. Alter, da kommt ja noch einer und... Danke, Dio. Wir haben es überstanden. Speichern. Jetzt haben wir es endlich überstanden. Aber da unten stand auch in der letzten Folge auf jeden Fall jemand. Und wir sind hier jetzt auch beim neuen Lager. Ich habe zu viele Heiltränke auch an Diego abgegeben. Wer ist denn das da? Das ist ein Ritter auf jeden Fall. Der hat mir die Punkte weggenommen. Diego wartet jetzt da hinten, weil mit den... Der hat nicht mehr allzu viel Leben. Die lassen wir mal in Frieden. Fackel. Ich brauche wieder Licht. Hat eine Veränderung vom Licht her. Ist Diego noch hinter mir? Oh, die Goblin. Nein! Ich habe nicht gesehen gehabt, wo wir hingelaufen sind. Schon mal super gelaufen. Da ist nichts zu holen. So. Diego? Ich müsste ihm nochmal einen Heiltrank geben. Ich habe nur noch Extrakte Heilung. Wenn er nicht mehr so viel hat, dann fressen wir lieber das Brot und so weiter. Den Fisch können wir auch fressen. So, ist nur ein bisschen doof, dass wir jetzt auch die Milch aufgetrunken haben. Ja, wir essen Milch. So, und jetzt die Fackel. Da. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wo wir genau sind. Aber dieses Mal ein bisschen aufpassen, wo wir reinlaufen. Ist da die Straße, der Weg? Die Orks, natürlich. Können wir die da zur Hilfe holen? Das ist eine der neuen Minen der Paladine. Ich war noch nie dort. Und ich werde auch nicht hingehen. Okay, jetzt kommen die wieder. Diego, Hilfe!
Also ich würde es gerne vermeiden, dass Diego stirbt. Nein! Nein, warum Diego? Alter, ich weiß nicht, wie wir das mit Diego jetzt hinkriegen sollen. Ich habe keine Ahnung. Kann er schwimmen? Ist er in der Lage zu schwimmen? So. Wie viel Leben hat Diego? Nicht mehr allzu viel. Ich muss aber mit Diego irgendwie rüberkommen. Da sind wieder ein paar Lurker. Ein Mist viel weniger. Jo, komm, schlag zu. So. Er soll lieber weiterhin als Bogenschütze arbeiten. Aber ich weiß sonst nicht, wie ich Diego hier sonst rauskriege. Ah, und warum muss es ausgerechnet so dunkel sein? Warum muss es 3 Uhr nachts sein? An die Orks kommen wir schlecht vorbei, an Dingens hier. Kommt er hier vorbei? Der Diego? Ja. Also wir können Schleichwege nutzen. Ist er da? Er hat hier Schwierigkeiten. Diego? Diego? Komm. Okay, er schafft's. Was? Schnell. Diego. Oh nein. Den machen wir fertig. Den Magier. Ui. Okay, wie viel Leben hat Diego? Wo ist er? Okay, das speichern wir. Wir sind soweit gekommen. Ich habe jetzt gerade richtig Angst um Diego. Vor allem, wir laufen hier durch die Dunkelheit. Wie viel, keine Ahnung, wie viele Folgen mittlerweile. So. Die Heiltränke behalten wir für Diego. So, haben wir Heilkräuter für uns. Oder was uns noch Leben gibt. Das gibt auch Leben. Ich hoffe, die haben Heiltränke, die Orks. Ja, die wir für ihn brauchen. Heiltrank geben. Hier, nimm den Heiltrank. Der hat er jetzt nicht richtig genommen, ne? Aber da ist die Brücke. Ah, okay, die Snapper. Okay, wir sind wieder hier. Wir schaffen es wieder. Ich halt Kraut. So, ja. Jeden Snapper einmal. Diego, das schaffst du, ne? Ist das schon die Burg? Sind wir an der richtigen Brücke?
Ja, sag mal, hörst du mir nicht zu? Das ist die richtige Burg. Ja, dann ist das da. Ja, wir sind hier richtig. Oh, Heilkraut. Die nehmen wir mit. Noch ein Feuernessel. Feuerkraut. So, da unten ist ein Snapper. Diego ist noch bei uns. Okay, er hat den Snapper geschnappt und lebt noch. Hat noch genug Leben. Der. Ausgerechnet ein Drachensnapper. Diego! Nichts zu holen. Hier, Heiltrank, Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Ey, ich speichere trotzdem mal. Da oben müssten wir aber jetzt einiges ausgemerzt haben. Dann haben wir es jetzt gleich geschafft, Diego zu befreien. Hatten wir für ihn nicht noch eine Quest? Ne? Erster Gefolgsmann ist frei. Wir müssen dann nur noch irgendwo Gorn finden. Und Milton müsste auch, glaube ich. Ich glaube, es war so, dass Milton hier war, oder? Hier ein bisschen Abstand, weil dort war ja ein Drachensnapper. Und dann war hier irgendwo der Ausgang. Und dann bleiben wir erstmal lieber anstatt in der Kolonie in Korinis an sich und sehen zu, dass wir nochmal ein bisschen stärker werden. Okay, jetzt hatten wir hier sehr viel Gorn Diego arbeiten lassen. Er ist da. So, wir sind da. Den Rest des Weges werde ich alleine zurücklegen. Ich habe da noch einige Dinge zu erledigen, bevor ich nach Korinis zurückgehen kann. Ich danke dir, mein Freund. Wir sehen uns in der Stadt. Ja, ich hoffe. Ich hoffe es. Ich gehe auf jeden Fall hier jetzt wieder raus. Das war doch ein bisschen zu viel hier. Das war mir doch ein bisschen zu stark, das Gebiet. Und dann sehen wir mal zu, dass wir den ganzen Stuff, den wir jetzt eingesammelt haben, ja, dass wir das alles mal ein bisschen verkaufen. Gegen die Orks sind wir etwa auch noch nicht stark genug. Wir brauchen mehrere Sachen auf jeden Fall. Wir brauchen definitiv eine bessere Rüstung, wir brauchen bessere Waffen, wir müssen stärker werden. Das heißt, wir müssen eigentlich, wir haben hier 1 Million Quests. Aktuelle Mission, schlechte Nachrichten, die Sonnenaloe, die schnaubende Kreatur, Fernandos Geschäft. Wir haben so viel hier, das wir noch erfüllen müssen. Wo ich aber nicht weiß, wo ich danach suchen muss oder wie ich die erledigt bekomme. Und wir haben jetzt wenigstens erstmal wieder ordentlich Geld. Also Fleisch auch noch. Und Geld kriegen wir gleich, meinte ich auch. Aber wir gehen hier jetzt mal wieder zurück. Da ist es. Die Pfanne. So. Dauert aber auch ewig. So. Ich habe keine Ahnung, wie viel Fleisch wir jetzt haben, aber das wird jetzt ein Weilchen dauern.
Aber hier soll es dann wahrscheinlich möglich sein, dass man alle tötet? Hatte ich ja in Gothic 1 vorgehabt, so einmal so eine Extra-Folge zu machen, wo ich alle töte. Aber anscheinend war das ja in Gothic 1 nicht möglich. Wahrscheinlich eher über eine Mod oder sowas wäre das möglich gewesen. Aber hier, Diego ist auf jeden Fall uns mehrmals gestorben, weswegen wir neu laden mussten. Ich hätte damit nicht leben können, dass Diego tot ist. Das wäre mir persönlich jetzt... ich hätte damit einfach nicht leben können. Dass unsere vier Gefolgsleute, wenn einer von denen stirbt, lade ich sofort neu, auf jeden Fall. Bei allen anderen weiß ich nicht, wie storyrelevant die sind. Also ja, es gibt da einige storyrelevante Charaktere, Personen. Ach, der will wahrscheinlich gleich wieder sein Geld haben, da gehen wir nicht rein. Aber wir gehen jetzt mal zurück nach Corinnes. Hatten wir die schon gelootet? Wir haben auf jeden Fall Cavallons Beutel. Wir können Cavallon seinen Beutel geben. Wie viel Gold haben wir eigentlich? 874. Okay, wir haben doch nicht so viel Gold, wie ich jetzt angenommen hatte. Aber wir können jetzt gleich erstmal wieder Gold verdienen. Aber immerhin, Diego ist schon mal frei. Okay, da liegt auch nichts Neues. Habe ich jetzt nochmal kurz geguckt, so, ob ich da nicht irgendwie mal was übersehen hatte, vergessen hatte. Und endlich ist es hell. Es ist endlich 5:23 Uhr. So. Auf nach Corinnes. Und dann würde ich hier vielleicht erstmal irgendwie gucken, dass wir vielleicht noch ein paar Gegner finden, dass wir skillen können. Wie viel fehlt uns noch für die nächste? Nicht mal 200 Punkte. Und dann hätten wir... Wir haben jetzt auf jeden Fall 20. Mit Hilfe von Diego haben wir uns ein bisschen erschummelt. Aber okay, wir sind auch sehr viele... Dingenspunkte hier. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sagen wollte. Was sind das? Weil ich das hier gesehen hatte. Ah, das ist normal Wasser. Okay, ich dachte, da wäre jetzt ein Grafikfehler oder sowas. So, Mika. Fast seinen Namen schon wieder vergessen gehabt. Von den beiden werde ich mir die leicht merken. Die heißen einfach Stadtwache. So, Sarah, ich hab hier... Da bist du ja wieder. Ja, ich war lange weg. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So. Genau, dann kann ich ihr... die Dinger... abgeben. Nein, was? Die... Achso, das ist eine schwere Äste. Okay, ich hatte jetzt kurz gedacht, das wären die Fackeln. So... den Bogen weg. Die behalte ich mal. Die behalte ich vielleicht auch mal. Echter Seemannsgrog. Und weißer Rum. So, Bier behalten wir. Teleport zum Pass im Minental. Die behalten wir auch. Oder den brauchen wir ja nicht. Die behalten wir auch einmal. Steintafel der Stärke. Diese Steintafel umgibt eine magische Aura. Cavallons Lederbeutel. Gletscherquarz. Pech. So, und die Wolfsfälle. So, dann haben wir hier Schlüssel. Ein Thronschlüssel von Xardas. Der Schlüssel gehörte einem Banditen. Der Taverne zur Toten Harpie.
Ein Rohstall haben wir. Alte Münze und Gold. Ich habe keine Ahnung, was wir mit den alten Münzen hier machen sollen. Ach, Dietriche. Das war ein Dietrich. Goldene Halskette. Goldbrocken. Goldener Ring. Silberner Kerzenständer. Silberner Ring. Olafsbeutel. Olafsbeutel und Kavalonsbeutel. Am Bund hängt ein Schild mit dem Namen Kavalon. Ein Brocken Erz befindet sich darin. Das ist mal wieder typisch. Ich wäre aber trotzdem mal so nett und würde das Kavalon wiederbringen wollen. Ich speichere jetzt auch einmal, weil jetzt sind wir zumindest wieder hier. Wir sind wieder zu Hause, wo wir in Sicherheit sind. Wo uns nichts passieren kann. Und ich muss zusehen, dass ich jetzt vielleicht irgendwie irgendwo mal ein bisschen stärker werde. Bartok. Und vielleicht auch mal die... Sind die wahrscheinlich am Schlafen? Ja, die sind am Schlafen. Okay. Ja, dann kann ich eben kurz auch noch das hier benutzen. Ich habe hier einen Rohstahl. So. Erzwaffe schmieden. Erzwaffe kann ich ja noch nicht. Dann gewöhnliche Waffe. Ein Edelschwert. Können wir auch wieder verkaufen. Ne, wir gehen zuerst zu Kavalon. Wo hast du das denn? Oh, sorry, ich musste eben kurz niesen. Aber ich habe mich zum Glück auf Stumm geschaltet. Dann habt ihr das zumindest nicht gehört, wie ich hier alles voll niese. So, aber jetzt müssen wir gleich wirklich zusehen, dass wir vielleicht die ein oder andere Quest hier mal erledigt bekommen. Und Stärke müssen wir auf jeden Fall skillen. Zweihandwaffe wollen wir fertig machen. Und ja. Und zu sehen, dass wir eine bessere Rüstung kriegen. Was, warte mal, wenn wir jetzt hier nochmal gucken. Warte, schlecht. Wenn ich in der Burg bin, soll ich Oryk davon berichten, dass sein Bruder oben am Pass gefallen ist. Die Sonnenaloe. Sagitta braucht ein seltenes Kraut, eine Sonnenaloe, die nur auf den Exkrementen eines schwarzen Trolls wächst. Die schnaubende Kreatur. Die schnaubende Kreatur macht dem Jäger Garn zu schaffen. Bevor ich das Vieh nicht beseitige, kann er nicht mehr jagen. Fernandos Geschäft. Der Händler Fernando will wissen, wie es um das Erz im Minental steht. Nicht so gut. Lord Hagen will, dass ich ihm Beweise für die Armee des Bösen bringe. Ich werde ins Minental aufbrechen und dort mit Kommandant Garon sprechen. Ja, das kriegen wir nicht hin. Noch nicht. Das Krautpaket. Dem Söldner Cypher ist ein Paket mit Sumpfkraut abangekommen. Er vermutet, dass Bodo es gestohlen hat. Der hungrige Jäger. Flasche Milch, ein Brot und ein Schinken bringe. Jetzt habe ich aber keine Milch mehr. Habe ich noch den Schinken? Ein Schinken. Ein Brot. Und die Milch habe ich aus Versehen getrunken gehabt. Das heißt, ich muss irgendwo Milch kaufen gehen. Ich würde dann jetzt wirklich auch in der nächsten Folge zusehen, dass ich vielleicht die ein oder andere so kleine Nebenquest mal erledige. Hier, wir können auch einmal kurz Innostatue, einmal kurz beten. So, komm, machen wir das. Eine Lebensenergie, immerhin. Was passiert, wenn ich jetzt den hier mache? Okay. Wir können nur einmal am Tag beten mit Spende und bekommen was. Und es ist vollkommen egal, welche Summe. Ist aber auch echt doof mit Innos hier, dass der, wenn man 100 spendet, dass das irgendwie wahllos ist, was man dann hier gespendet für einen Segen bekommt. So, da ist Kavalon. Ich gehe mal zu dem.
Ich habe ja seinen Beutel gefunden. Ich war bei deiner Hütte im Minental. Sie steht also noch immer. Hast du ihn gefunden? Wenn du deinen Beutel mit den Erzbrocken meinst. Ja, das habe ich. Du bist ein Fuchs, weißt du das? Hast du ihn bei dir? Ich gebe dir 100 Goldmünzen dafür. Hier. Das Sicher? Haben. Großartig. Warum hast du ihn eigentlich liegen lassen? Konnte doch keiner ahnen, dass das Erz hier in Korinis so wertvoll ist. Für einen schnöden Erzbrocken hast du in der Strafkolonie damals doch noch nicht mal einen Platz zum Schlafen gekriegt. In der Hafenstadt schlagen sie dir fast den Schädel ein, wenn sie mitkriegen, dass du Erz dabei hast. Ah, okay. Ich will hoffen, dass ich ihn bald wiederkriege. Gib mir die 100 Goldmünzen und gebe ich dir dein Erz zurück. Gib mir 100 Goldmünzen, dann gebe ich dir dein Erz zurück. Abgemacht. Hier hast du's. Du bist ein wahrer Freund. Besten Dank. Jo, kein Thema. Dann kann ich von ihm jetzt... Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Was hat er nochmal für Möglichkeiten? Leichen können wir machen. Mit weichen Sohlen hast du eine größere Chance, dich deinen Gegnern zu nähern, ohne dass sie es merken. Okay, wenigstens haben wir jetzt Leichen von ihm. So, warte mal, jetzt. Erfüllte Mission, die Botschaft, So, warte mal. Kavalots, Banditen. Kavalon ist... Also. Dann war es... Das hier? Nee. Okay, aber dann können wir jetzt eben irgendwo Milch kaufen gehen. Ich brauche Milch. Dann haben wir zumindest... Kriegen wir dann die nächste Quest auch nochmal erfüllt. Irgendjemand muss doch Milch hier haben. Sind sie auch eigentlich der Mann mit der Augenklappe? Wo sind die vermissten Leute? Das ist das, was mich ein bisschen neugierig macht. Waspas Bogen. Die vermissten Informationen für Gavel. Banditen in Jacks Leuchtturm. Romas goldene Schale. Ja. Irgendwann werden wir die alle finden. Irgendwann kriegen wir die alle erledigt, erfüllt. Aber bis jetzt ist das noch ein bisschen zu schwer, zu kompliziert, das hinzukriegen. Gehe ich mal von aus. Und hier gibt es ja auch noch einiges zu erledigen, zu erfüllen. Und noch zu entdecken. Hier, wir sind ja jetzt wieder hier. Hier fehlt ja noch ein bisschen was, was wir noch nicht erkundet hatten. Zumindest im Norden auf jeden Fall sehr viel. Der eine Wald da. So. Ja, wir gehen erstmal in der Stadt, die Händler abklappern. Beziehungsweise, das können wir in der nächsten Folge machen. Milch kaufen, dann haben wir jetzt Schinken, Brot und hoffentlich dann auch die Milch. Können die nächste Quest abgeben. Und dann im Banditenlager hier nochmal zwei Händler und Stärke skillen. Wir haben ja jetzt noch 25 Lernpunkte. Können wir die mal gucken, dass wir die schlau investieren. Ganz besonders in Stärke und in zwei Händler. Ne, zwei Händler wären mir jetzt deutlich lieber, wenn wir das machen, dass wir da besser sind, denn wir sind zwar jetzt Kämpfer, aber das ist einfach irgendwie, ja, wie soll ich sagen, also wir sind noch zu schlecht damit. Dann vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, bleibt schmutzig und ciao!